Hallo zusammen, mein Name ist Kigoy Snart und ich bin Trans-Mathematiker. Was ist ein Trans-Mathematiker? Ein Trans-Mathematiker ist jemand, der nicht die typischen Eigenschaften eines Mathematikers hat, der jetzt nicht ausgebildet wurde, der nicht geprüft wurde oder irgendwelche Abschlüsse hat, sondern der einfach gemerkt hat nach einer Zeit, meist in der Jugendzeit wie bei mir, dass er sich als Mathematiker fühlt und dadurch letztlich auch einfach einer ist, egal was unsere sozialen Kategorien dazu sagen. Bist du also kein richtiger Mathematiker? Das ist eine ziemlich aggressive Frage, ehrlich gesagt. Es gibt kein richtiger. Natürlich bin ich ein richtiger Mathematiker. Jeder Transmathematiker ist ein Mathematiker. Das sollte selbstverständlich sein. Wie wurdest du zum Transmathematiker? Ja, das war so wie bei vielen, denke ich. Ich war einfach in meiner Jugendzeit, ja, ich habe sehr schlechte Noten bekommen in der Mathematik, in der Schule. Ich kam nach Hause, mindestens einmal die Woche wurde ich verprügelt von meinem Vater mit einem Gürtel. Ja, oder auch mit einem Messer. Meine Mutter hat dann ganz schön geweint, angefangen zu trinken. Es war für mich eine schlimme Zeit und da dachte ich einfach, das kann so nicht richtig sein. Etwas stimmt nicht mit dem Mathematikertum. Und da habe ich für mich entdeckt, ich bin ein Transmathematiker, weil dadurch werde ich automatisch gute Noten bekommen, dachte ich mir, und dann wird alles bei mir gut werden zu Hause. Wie haben deine Eltern und Lehrer darauf reagiert? Ja, mein Vater hat gar nicht gut darauf reagiert. Er meinte, nur weil ich Fünfen und Sechsen schreibe, wäre ich doch kein Mathematiker. Aber das hat sich dann gegeben, weil 2 Tage später hatte er einen schweren Autounfall, ist tragisch gestorben. Seine Bremsleitungen waren merkwürdigerweise durchgeschnitten. Meine Mutter besuche ich auch einmal die Woche in der geschlossenen. Sie wird vielleicht irgendwann trocken werden. Und bei mir geht's wirklich hervorragend weiter, weil meine Lehrer, die haben dann irgendwann gemerkt, so geht's nicht. Sie müssen mir gute Noten geben, sonst kriegen sie Probleme. Du kennst dich aber schon mit Mathematik aus. Du kannst zum Beispiel eine Gleichung lösen. Also ich bin ein Transmathematiker, also ein Mathematiker. Selbstverständlich kenne ich mich mit Mathematik aus. Das ist mein Wesen, das ist mein Gefühl, das ist meine Entfaltung. Ich fühle die Mathematik. Ich kann alles, was mit Mathematik zu tun hat. Wenn x plus x gleich 4 ist, was ist dann x? Das ist eine schöne Frage. Die gefällt mir sehr. Ich gratuliere jedem, der so eine schöne Frage stellen kann. Ich tausche mich oft mit anderen Transmathematikern über solche komplexen Fragen aus. Ich frage aber vor allem, was ist die Motivation des Fragenden? Welche Lebensgeschichte hat ihn zu dieser Frage bewogen? Was steckt hinter dem Fragenden? Das ist doch das, was die Mathematik ausmacht. Und was ist nun die Lösung der Aufgabe? Nach der Lösung zu fragen, zeigt schon, dass du noch nicht verstanden hast, was die moderne Mathematik ist. X könnte ein Kreis sein, ein Dreieck, X könnte eine Matrix sein oder einfach nur ein Mensch, der seinen Weg findet. Aber was ist X in Wahrheit, in dieser Aufgabe jetzt? In Wahrheit? Wieso fragst du nach der Wahrheit? Von welcher Wahrheit sprechen wir? Sprechen wir von meiner Wahrheit oder sprechen wir von deiner Wahrheit oder von wessen Wahrheit? Von der einen Wahrheit. Es gibt doch die Wahrheit in der Mathematik, oder nicht? Es gibt die Wahrheiten. Es gibt die Empfindungen und die Bedürfnisse aller Mathematiker. Das ist das, was es gibt. Na gut, du hilfst auch Kindern, Transmathematiker zu werden? Ja, ich denke, ich hatte es sehr, sehr schwer. Und andere Kinder sollen es leichter haben. Viele Kinder kommen zu mir und sagen, sie sind einfach schlecht in Mathe. Und dann sage ich ihnen, nein, du bist nicht schlecht in Mathe. Du bist ein Trans-Mathematiker. Mathematiker und deine Eltern und Lehrer haben es noch nicht verstanden. Wir haben sehr viele verkrustete alte Vorstellungen noch in der Gesellschaft. Ist das nicht gefährlich, den Kindern zu versprechen, dass sich als Transmathematiker ihre Schulprobleme lösen und ihre Noten sich verbessern würden? Nein, 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 das ist nicht gefährlich. Gefährlich sind Eltern und Lehrer, die transphob sind, die gegen die transmathematischen Kinder vorgehen und versuchen, denen das Leben schwer zu machen. Es gibt transmathematische Kinder, die stellen sich auf Dreiecke und wollen sich in Kreisen umbringen, weil die Lehrer und Eltern nicht akzeptieren, was ihre transmathematische Daseinsberechtigung ist.
Wie setzt ihr das bei den Lehrern durch? Ja, am Anfang war das natürlich schwer, ne? Die Lehrer haben es nicht sofort akzeptiert. Aber dann haben wir gemerkt, wenn wir Druck machen, bisschen canceln hier, bisschen durchgeschnittene Reifen, bisschen Drohbriefe, Terroranrufe, dann haben sie es nach der Zeit kapiert, wie Transmathematik funktioniert. Und im schlimmsten Fall gibt es ja immer noch die Bremsschläuche. Letzte Frage. Was genau ist ein Mathematiker? Diese Frage höre ich oft und das ist auch ein bisschen Spiegel unserer Zeit, dass man so etwas überhaupt fragt und dann nach Eigenschaften sucht und guckt und dann die Leute bewertet und abstempelt. Der ist Mathematiker, der ist keiner. Nein, so ist es nicht. Jeder Mensch hat die Berechtigung, sich als Mathematiker zu fühlen, wenn er es sagt, wenn er es spürt. Jeder, der sich selbst als Mathematiker identifiziert, der ist Mathematiker. Okay, aber als was identifizieren Sie sich? Habe ich ja gerade gesagt, Sie identifizieren sich als Mathematiker. Aber was ist denn nun ein Mathematiker? Ein Mathematiker ist jeder, der sich als Mathematiker identifiziert. Also, Mathematiker sind schlauer als andere, aber das muss jetzt nicht sein. Ist das nicht ein Zirkelschluss? Das ist doch unlogisch. Das ist nicht unlogisch, das ist translogisch.